Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei unserer Anfahrt in die Lüneburger Heide, um genau zu sein nach Schneverdingen, wo wir den Heidegarten besuchen wollten. Aber nicht nur den Heidegarten, sondern wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal da sind, muss es auch etwas länger sein. Und so sind wir ein wenig durch die Heide gewandert, wo einige ganz schöne Aufnahmen, wie ich finde, entstanden sind. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei unserer Wanderung durch die Heide und am Ende beim Heidegarten, den wir von oben gefilmt haben, aber auch einmal durchgewandert sind. Wenn ihr die Heide erkunden wollt, so könnt ihr das zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit einer der Kutschen machen. Ja, hier kommen wir nun zum Heidschnuckenstall. Dort leben die Heidschnucken, die morgens herausgetrieben werden und am späten Nachmittag wieder hereinkommen, um dann ihr Futter und ihr Wasser zu bekommen und natürlich um hier zu übernachten. Damit ihr mal seht, wo wir lang gegangen sind, habe ich euch das mal farblich auf der Karte markiert. Thank you.
ja, auf halbem Wege unseres Rundganges kam dann dieses kleine Hütchen daher, wo man sich alles, ja, was man möchte, holen kann, ob es ein Eis ist, ein Bier, was Warmes. Gut, wir haben uns für ein Eis entschieden und haben uns dann in diesem, ja, ich sag mal, Biergarten ist es vielleicht, mit einigen Holzbänken und einem kleinen Kinderspielplatz gesetzt und lecker unser Eis gegessen, bevor es dann weiterging. Hier sind wir schon am Heidegarten. Bevor wir durch den Garten selber gingen, machten wir uns auf den Weg zum Aussichtsturm, der dort stand. Denn von dort oben konnte man wirklich ganz fantastische Aufnahmen machen, wie ich finde. Thank you.
Allerdings waren nicht nur die Aufnahmen von oben sehr schön, sondern auch das Durchlaufen des Heidegartens hat sehr viel Spaß gemacht. An jeder Pflanze war angeschlagen, in welchem Zeitraum sie blüht, wie sie heißt. Ja, so konnte man schon mal gucken, was man sich eventuell für den Winter holt, für eine Heide. Jo, aber schaut doch selbst. Das sind nun die letzten Schritte durch den Heidegarten, die wir hier machen. Und ja, wir hatten uns eigentlich gewünscht, im Café, Restaurant, vielleicht ein Stückchen Kuchen zu essen oder eine Tasse Kaffee zu trinken. Vielleicht auch eine Schokolade. Aber leider wollte man uns dort nicht haben, denn statt uns war schon eine geschlossene Gesellschaft da. Und ja, so machten wir uns einfach von dannen und tranken unseren Kaffee und aßen unseren Kuchen an anderer Stelle.